Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, was wir dieses Mal machen, ist was ganz Cooles, und zwar endlich mal die Hashmap, die ich euch ja schon prophezeit habe. Eine Hashmap ist tatsächlich was anderes wie ein Hashset. Ein Hashset ist ja bloß eine Anordnung von irgendwelchen Zahlen und kann im Prinzip nicht mehr oder nicht viel mehr als eine Liste, außer schneller zu sein. Dafür verlieren wir halt ein paar Funktionen. Ein Treeset ist langsamer als eine Liste, dafür kriegen wir ein paar Funktionen, wie zum Beispiel sortiert. Aber ja, eine Hashmap ist tatsächlich eine Map, und das ist ein eigener Datentyp im Prinzip. Denn wir haben hier, ich zeige es euch gerade mal, ein Hashmap hat zwei Generics drin, also zwei generische Klassen. Und zwar ein Key und ein Value. Also zunächst einmal der Key, zum Beispiel hier ein String, und dann ein Value, Integer. Ja. Und wir sagen hier einfach mal HM dazu. Das erinnert mich an die Uni, höhere Mathematik. Haha. Nein, Spaß. Ja, hier Hashmap und hier natürlich auch wieder String und Integer reinpacken. So. Okay. Und jetzt, was wir hier haben, ist natürlich eine nicht importierte Hashmap, aber vor allem hier ein String und ein Integer. So, was bedeutet das jetzt? Wir haben hier quasi zwei generische Klassen drin. Wir können in diese Hashmap HM Punkt. Und dann können wir hier, wo ist die Add-Methode? Die Add-Methode gibt es nicht. Hier, heißt Put-Methode. Put heißt sie. Ich habe es vergessen, wie sie hieß. Ja, der Key bedeutet jetzt einfach, okay, wir wollen jetzt hier einen Wert haben, nach dem wir später fragen und den wir uns auch merken können. Und dann bekommen wir den Value zurück. Also zum Beispiel sowas wie Epsilon. Konstante. Die braucht man oft in der Computergrafik. Da haben mich ein paar Leute jetzt draufgebracht, dass ich vielleicht doch ein Video dazu mache oder zwei oder vielleicht auch mehr. Mal sehen, was ich da mache. Und die setzen wir dann einfach auf 0,0004 zum Beispiel. So, 0,0004 oder wie auch immer ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der intuitivste Wert. Und statt dass wir uns jetzt hier oben irgendwo eine ja, gut, ich habe einen Integer genommen. Das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen doof. Nehmen wir einen Float, dann passt die Sache. So, der String Epsilon Konstante, der ist vielleicht relativ gut merkbar. Also man kann ihn sich vielleicht ziemlich gut irgendwie merken und man weiß dann auch, worauf man zugreifen muss. Wohingegen man, oder wenn man einfach nur Epsilon schreibt, wird es sogar noch deutlicher. Oder Pi zum Beispiel. Könnte man recht gut über Konstanten natürlich machen, aber wenn wir dann hier halt so einige Werte drin haben, die wir uns einfach nicht merken wollen, und ja, die packen wir dann einfach in diese Hashmap rein und können dann später darauf zugreifen. Das Coole dran ist, die sind auch noch sehr, sehr effektiv geordnet. Also im Prinzip ist das Ganze so effektiv wie wie in einem Hashset, nur dass wir jetzt hier nicht mehr über die Konstanten drauf, oder halt über die Werte an sich drauf zugreifen, sondern wir greifen über irgendwelche Keys drauf zu. Und das tun wir, indem wir sagen hm. Ich packe das gleich mal in sysout, syspiot. Passiert, wenn man die Finger zu fett hat. Ja, contains key können wir natürlich überprüfen. Falls dieser Schlüssel dann verfügbar ist, können wir auch mit Wert übrigens machen. Falls das verfügbar ist, können wir dann auch tatsächlich drauf zugreifen. So, und jetzt können wir natürlich hier auch so Sachen wie Replace machen. Gut, hier haben wir Old Value und New Value und den Key dazu. Remove geht natürlich auch, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Hier können wir sogar eine Funktion drauf anwenden, aber das ist ein bisschen komplizierter. Das ist jetzt erst in Java 8 hinzugekommen. Das braucht man auch eigentlich nicht wirklich. Ja, hier haben wir die vernünftige Replace-Funktion, die nicht unbedingt danach fragt, nach dem alten Wert, sondern einfach nur den neuen Wert überschreiben möchte. Ja, hier. Wir nehmen einfach die Get-Funktion und schreiben hier unseren Key rein, wie zum Beispiel Epsilon. Und schon bekommen wir unseren komischen 4 mal 10 hoch, mal 10 hoch minus 4 raus. Das heißt, ihr könnt hier einfach den Namen eingeben und bekommt das dann zurück. Das ist natürlich dann auch cool für solche Sachen, wenn man zum Beispiel Leute oder Menschen in diese Hashmap reinpackt, und man hat hier dann als String hat man hier zum Beispiel eine Integer-ID von dieser Person,
Und hier hinten kommt dann als Typ Person raus und man bekommt den kompletten Datentyp der Person. Das ist quasi die eigene Datenbank intern verwaltet. Das ist einfach super effizient und wirklich super platzsparend und deswegen würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen, diese Hashmaps zu benutzen. Die sind echt cool. So, wenn ihr es jetzt dann auch noch eine Stufe härter braucht und das Ganze sortiert haben wollt, dann gibt es eine Tree Map. Ich mache die jetzt beide in einem Video, weil ich glaube, für die brauchen wir jetzt nicht so lange. Eine Tree Map ist quasi eine Hash Map, nur dass sie sortiert ist. Wie auch schon das Tree Set zum Hash Set, das war ja auch sortiert. Ja, wir haben dann natürlich hier wieder einen Key und einen Wert. Das heißt, ich packe hier mal einen String und diesmal einen Integer rein. Und nenne das einfach mal T und dann New Tree Map. String Integer. So, und jetzt packe ich hier mal ein paar Werte rein. TreeMap muss natürlich noch importiert werden. So. Also sagen wir hier einfach mal t. Put natürlich wieder mal, warum die das auch immer unterschiedlich nennen, ich finde es furchtbar. Wir sagen hier Nobody und 42. Dann sagen wir hier noch t.put. Ach, das macht es automatisch. Was soll denn das jetzt? Okay, sagen wir hier Batman und Wert von minus 42 und t.put. Geralt, der liebe Witcher, kommt ja bald raus und geben dem auch noch 42 und schauen, ob doppelte Werte rauskommen. So, jetzt brauchen wir hier zum Ausgeben natürlich wieder einen Iterator und den bekommen wir genau gleich wie immer. Sagen hier einfach Iterator, müssen den natürlich importieren. Achtung, wieder mal für die Leute, die es nicht zugeguckt haben, den aus Java Util nehmen, nicht den für irgendwelche HTML-Dokumente, das wäre blöd. So, wow, was ist jetzt gerade mit meiner Maus passiert? Iterator i gleich, nicht new, wir sagen hier t. Itera. Ach so, ja klar, natürlich, wir sind hier in der Map. Eine Map an für sich hat noch keinen Iterator, sprich keine Möglichkeit, da irgendwie drauf zuzugreifen. Das ist auch sehr, sehr kompliziert organisiert über Hash-Funktionen etc. etc. Das möchtet ihr wirklich alles nicht selber schreiben. Wir müssen aber zuerst einmal ein Set davon bekommen und so wird die Tree Map quasi zum Tree Set kurzzeitig. Das liefert uns auch hier ein Set, wie wir sehen können. Und dann sagen wir hier einfach Punkt Iterator und dann haben wir unseren Iterator. So. Und jetzt sagen wir hier wieder while Coyote, while i.hasNext. Und dann geben wir aus sysout. So, und jetzt können wir ja mal probieren, was passiert, wenn wir sagen i.next. Naja, i.next lässt sich zwar ausgeben, das Problem ist folgendes: Wir bekommen Batman gleich 42, Geralt gleich. Batman gleich minus 42, Geralt gleich 42 und Nobody auch gleich 42. Vielleicht wollen wir das ja noch ein bisschen verschönern. Und das kann man machen, indem man indem man hier drauf zugreift und sagt, wir casten das jetzt in einen Map-Entry. Wir wissen ja, wo wir herkommen. Also wir wissen ja, dass wir in der Map drin waren. Und ja, wir müssen hier allerdings das alles, glaube ich, nicht mit angeben. Soweit ich weiß, passt das auch so. So, und jetzt casten wir das quasi in ein Map-Entry. Und auf diesem Map-Entry können wir wiederum etwas weiter aufrufen. Nämlich hier haben wir die Funktion Punkt. Und hier können wir dann GetKey bzw. GetValue aufrufen. Ich will natürlich in dem Fall die Values haben. Die Keys sind ja eigentlich die bekannten Sachen, aber wir könnten auch die Keys auslesen. Und dann haben wir hier minus 42, 42 und 42. Und ihr seht, minus 42 wird wieder automatisch an den Anfang geschoben, sprich, es ist auch wieder sortiert, wie bei Trees erwartet, und 42 ist aber jetzt dieses Mal beide drin. Das heißt, wir haben hier quasi einen sortierten Tree über mehrere Keys, beziehungsweise, ja, wir kriegen die über Keys und sie sind sortiert. Das ist quasi das Nonplusultra, das man sich an Datenstruktur vorstellen kann. Also, wenn ihr wirklich das alles braucht, dann nehmt diese Tree Map, weil effizienter kriegt ihr das alleine sicherlich nicht hin.
Denn die sind optimiert ohne Ende, die Dinger. Und wirklich ganz schön schnell und echt cool eigentlich. Deswegen, ja, immer schön benutzen, wenn ihr irgendwie Sachen speichern wollt. Alles klar, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.